Heute ist Dienstag. Dienstag ist der Tag der Abreise. Das heißt, heute stehen nochmal so lustige Sachen an, wie Tasche packen, Blumen gießen, Wohnung ein bisschen sauber machen, Sport und Thumbnails muss ich noch ein paar erstellen für ein paar Videos. Und jetzt ist aber erstmal das Morning Workout dran mit Good Morning Jill. Und das machen wir jetzt. Sind ein paar Sit-ups, also nichts Schlimmes. Und ja, ansonsten würde ich sagen, begleitet mich durch den Tag. Ein Problem morgens ist es immer, irgendwie hier Licht reinzukriegen. Ich habe nämlich keinen Bock, die Softboxen aufzustellen, aber ist ja im Prinzip egal. Also erstmal ein bisschen warm werden. Liegestütze wie gehabt. Und los geht's. So, das Ganze geht noch zweimal und danach wollte ich gleich noch joggen, also nach dem Frühstück. Die Luches kommt auch noch und ein bisschen was ist heute noch zu tun. Also, wir sehen uns später wieder. So, ich habe ja gestern das Auto gewaschen und da fehlt aber noch eine Kleinigkeit. Und zwar an den Fenstern, da ist immer so ein bisschen Dreck, wenn man die Scheiben runterlässt. Und ja, wenn man das nicht macht, dann hat man so ein kleines Problem. Was heißt kleines Problem? Sieht halt scheiße aus. So, es geht am besten meiner Erfahrung nach mit Zeitungspapier. Ich habe übrigens jetzt einen Weitwinkel drauf. Vielleicht seht ihr das. Jetzt seht ihr nämlich fast meinen ganzen Körper und das, was drumherum ist. Geil, oder? Ja. So. Zeitung nass machen. Und dann geht's ab zum Auto! So. Auto ist hier. Wunderbar. Seit dem Waschen steht es da. So. Hinein in die gute Stube. Und mal eben die Scheiben etwas runterlassen. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar, was ich meine, ist exakt dieser Scheiß hier. Hier. Da ist auch noch ein bisschen Kacke. Das kriegen wir jetzt mit dem Zeug ganz gut weg. Und das machen wir jetzt eben. Da habe ich nämlich einmal das Nasse und das Trockene. Das Nasse zum Nassmachen, das Trockene zum Abtrocknen. Logisch. So, that's it. So, wollt ihr mal sehen? Zeige ich euch. Das ist die Scheiße. Super sauber, das mache ich jetzt noch mit der anderen Seite und das müsst ihr nicht sehen. Das heißt, beziehungsweise ich mache es mit dem Scheiß hier auch nochmal. Das ist nämlich echt, von innen ist die Kacke auch dran. Ja, das machen wir jetzt eben weg und dann fahren wir zur Post, holen die Loot-Chest, machen Unboxing und dann gehen wir spazieren vielleicht und dann zum Sport. Jetzt bin ich fertig, ich habe die ganzen Scheißscheiben nochmal sauber gemacht. Glänzt jetzt wie die Sau, auch von innen. Finde ich super. Und jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was das Geile an der Technik ist. Nämlich diesen ganzen Schrott. Oh, hier diesen Schrott, den man da so über hat. Papier. Und so. Das ist quasi Bioabfall, aber Papier kann man auch ziemlich gut recyceln. Und deswegen kommt das einfach in die blaue Tonne. Und fertig.
Ja. So, ich glaube, die Luchess ist da. Da werde ich jetzt mal eben zur Post fahren und das abholen. Und dann machen wir das Unboxing. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Ja, der große Vorteil an so einer Packstation ist ja, dass man da jederzeit dran kann, sofern da keiner dran steht. So wie jetzt. Ja, meine Lieben. So, Loot-Chest habe ich abgedreht, lädt gerade hoch. Da wunderbar zu sehen. Thumbnails habe ich geschossen und erstellt. Und jetzt gleich wollten wir noch spazieren gehen. Dafür muss ich mich aber noch ein bisschen fertig machen. Erstmal gleich noch ein paar Handtücher aufhängen, dass die morgen trocken sind, bevor wir fahren. Und ja, dann würde ich heute mal. Dann würde ich sagen, nehme ich euch mal mit ein bisschen zum Spazieren gehen. Bis gleich. Ciao. Sport haben wir hinter uns, gebügelt habe ich. Geil, oder? Jetzt fahre ich noch eben tanken, gucken Ölstand nach, wasche noch einmal die Dreckswäsche im Turbogang und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei Good Morning Jill. Und ja, hau da rein, ne? Bis denn. Ciao.